Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht's weiter mit unserem hübschen Poro hier, nämlich mit Bildbearbeitung. Diesmal wollen wir das Poro, wie ihr hier in der Methode schon sehen könnt, schwarz und weiß machen. So, was wir letztes Mal gemacht haben, ist, wir haben das ganze Ding invertiert und ja, haben es gelesen aus einer Datei, die halt direkt da lag, haben es letztes Mal auch wieder da rein, in eine veränderte Datei reingeschrieben und jetzt wollen wir das ganze Bild hübsch schwarz-weiß machen. So, und wie wir das hinbekommen, ist folgendes. Also wir müssen logischerweise wieder durch die ganzen Pixel durchiterieren. Ist ja kein Stress. So, jetzt haben wir hier natürlich kein A und es brauchen auch keins und kein B, weil ja, wir brauchen es einfach nicht. Und deswegen löschen wir das einfach mal hier. So. Und was jetzt Java für euch machen kann, also wir wollen das ja jetzt umrechnen, also wir wollen den Farbwert, diesen RGB-Wert, wollen wir umrechnen in einen Graustufenanteil. Und ja, was wir jetzt machen, ist, wir schreiben uns eine Color. Also das ist das Tolle. Java hat quasi schon ein mehr oder weniger eine Klasse für euch geschrieben, die Farbwerte bestimmen kann. Wir können jetzt hier nämlich sagen c.getRed oder getBlue oder getAlpha. Alpha ist der Transparenzwert. Red, Green, Blue, RGB ist das, was wir hier quasi reingegeben haben. Also daraus erstellt man eine Farbe. Ja, ziemlich coole Sache. So, und jetzt wollen wir einen neuen Wert berechnen, nämlich einen Graustufenwert, also int gray. Und das tun wir wie folgt. Wir sagen erstmal 0,299 mal den Grünanteil, also C. Nee, nicht den Grünanteil, tut mir leid, den Rotanteil. C.getRed. So. Warum machen wir nicht einfach alle drei Werte aufaddieren und durch drei teilen? Weil dann hätten wir ja eine gleiche Verteilung. Naja, unser Auge ist empfindlicher für den Grünanteil. Und deswegen addiert man die ein bisschen anders auf. Und zwar zeige ich euch quasi einfach mal die Formel 587 mal c.getGreen. Und da unser Auge am empfindlichsten für blau ist, addieren wir da nicht so viel rauf, also einfach 0,114 mal den Blauanteil. Also c.getBlue. So. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch casten, weil aktuell ist es ein Double, weil wir hier Doubles reingesteckt haben. Ja, und deswegen packen wir hier einfach einen Integer vorne dran und das war es schon wieder. Ja, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen uns eine neue Farbe erstellen. C2. Damit wir die hier auch setzen können, weil aktuell haben wir ja bloß den Graustufenanteil. Wenn wir den jetzt hier reinpacken, dann kommt was Komisches bei raus. Das wäre irgendwie seltsam. So, und deswegen erstellen wir uns eine neue Color. Und Color hat auch die Möglichkeit, dass man R, G und B-Werte einträgt. Also nicht wie hier oben alles in einem Integer, sondern hier einzeln. Und der RGB-Wert von einem Graustufenwert, von einem Graustufenbild ist für R, G und B genau gleich. Deswegen ist es eine Graustufe. So, und jetzt sagen wir hier einfach C2.getRGB. So kriegen wir quasi den umgerechneten RGB-Wert von dem hier. Der berechnet sich nämlich nochmal ein bisschen anders. Das heißt, wir haben jetzt quasi unser Bild hübsch konvertiert. So, und was wir jetzt machen können, ist, wir können es ausführen und wir können es uns angucken. Und wir haben ein schwarz-weißes Poro. Sehr schön. Ja, was man damit eben machen kann, man kann hier mit den Zahlen ein bisschen rumspielen. Ich kann euch gerade mal zeigen, was hier passiert, wenn wir hier einfach die Grauwerte einfach aufaddieren und durch 3 teilen. Also hier kopiere ich einfach mal das hier. So. Und so. Und dann sage ich hier nochmal gray 2 durch gleich 3. Und dann haben wir, müssen wir hier natürlich alles zu Gray 2 ändern. Und jetzt führen wir das Ganze aus. Jetzt muss ich nochmal hier unser verändertes schwarz-weißes Poro raussuchen. Und ja, jetzt schauen wir uns das doch mal an. So sieht es aus und so sieht es aus, wenn wir den veränderten Graustufenwert haben. Also man sieht nicht viel, aber man sieht ein bisschen was, weil unser Auge eben grün cooler findet. Deswegen müssen wir hier grün ein bisschen verstärken. Ja, also lasse ich das hier mal wieder raus. Und
Ja, so verändert man quasi ein Bild in ein Graustufenbild. Jetzt, was haben wir getan? Wir haben hier einfach diese Werte genommen und haben sie zu einem Wert zusammen addiert. Und das war es dann auch schon. Auf einem Graustufenbild kann man jetzt wiederum ganz viele andere Sachen machen. Man kann da zum Beispiel den Kontrast verbessern. Das geht auf einem Farbbild nicht so ohne weiteres, auf einem Graustufenbild jedoch schon. So, also wir sagen hier einfach mal Public Static Void Improve Gray. Gray schreibt man mit E, ne? Ne, mit A. Nein, halt. Gray mit A war der Physiker. Gray mit E war die Farbe. Entschuldige. Entschuldigt bitte. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Jetzt müssen wir das natürlich hier noch ändern. Furchtbar peinlich. So, jetzt. Jetzt wollen wir das Ganze hier ein bisschen. Upsala, da fehlen die Klammern. Verändern. So. Und ja, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen quasi unseren Kontrast hier verbessern. Also wir sagen, also wir haben das Ganze hier schon schwarz-weiß berechnet. Das ist ja quasi jetzt unser Schwarz-Weiß-Bild, was wir hier haben. Also das liefert uns den Schwarz-Weiß-Wert. So, und jetzt können wir hier einfach sagen, okay, ja, wir berechnen eine sogenannte Spreizung. dazu brauchen wir aber erstmal den minimalen Wert und den maximalen Wert. Und ja, deswegen müssen wir hier quasi zweimal durchiterieren. Also ich kopiere das hier gerade mal unten drunter noch einmal. So. Und hier definieren wir unser Minimum. Int min gleich integer Punkt. Das kennt ihr ja schon. Integer Punkt Max Value einfach wählen. Und int max gleich integer Punkt min Value. So. Und hier suchen wir uns jetzt einfach raus. Okay. If RGB größer min, größer max. Also wenn unser RGB-Wert größer als max ist, dann setzen wir unser max auf unseren RGB-Wert, den wir gerade gefunden haben. Und dann prüfen wir noch if RGB kleiner min. Ups. Na, verdammt. So. Dann sagen wir RGB, nee, min gleich RGB. So. Also hier finden wir jetzt erstmal die Minima und Maxima raus. Also das kleinste RGB und das größte RGB. Und das brauchen wir, damit wir unseren Kontrast ein bisschen verhübschen können. Also ich zeige euch gerade nochmal das Bild. So sieht das Bild aktuell aus. Ich glaube, ihr seht ganz oben die Ohren nicht, ne? Und macht aber nichts. Das ist ein Poro. Fangt an mit LOL, wenn ihr es nicht wisst, was es ist. ja. Und hier sagen wir dann einfach, okay, wir setzen jeden von unseren Grauwerten main.image. So, wir setzen den RGB-Wert an der Stelle x, y auf. Und jetzt kommt eine kleine Formel. Q ist 255, also Q ist einfach immer der Maximalwert. 255, höher geht es ja nicht. Wir haben ja quasi 8 Bit für unsere Graustufen. Und dann sagen wir hier, ups, geteilt durch. So, und dann sagen wir hier Maximum minus Minimum. Ich erkläre euch gleich, was das Ganze macht. Und dann sagen wir hier, okay, wir rechnen unser Bild noch drauf. Main.image.getBuildDetails. An der Stelle XY und das Ganze dann noch Minus. Also ihr seht, eigentlich ist das eine lineare Abbildung. Eigentlich könnten wir das Ganze hier als lineare Abbildung formulieren. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Aber jetzt erstmal hier das Ganze so gemacht, damit wir sehen, was es macht. So, Minus und dann sagen wir hier wieder 255 mal dem Minimum geteilt durch Maximum minus Minimum. So. Also, was wir hier machen, ist, wir setzen jedes Pixel, also wieder wie bei der linearen Abbildung, falls ihr das Video nicht gesehen habt, guckt es euch an, das war cool, auf einen Wert, der hier 255 durch Maximum minus Minimum, das heißt, wir spreizen quasi den Kontrast, wir verbessern den Kontrast und deswegen müssen wir hier hinten auch noch ein bisschen anpassen, dass die Luminanz uns nicht ganz flöten geht.
Also ich zeige euch das Ganze gerade mal, wie das aussieht. Na? Jetzt, so. Sieht ein bisschen cooler aus. Man sieht nicht viel, weil das Bild schon relativ guten Kontrast hatte. Ich meine, hier war es komplett schwarz, hier war es komplett weiß. Wenn wir jetzt ein anderes Bild nehmen würden, dann wäre es vielleicht nicht so. Dann wäre hier vielleicht so ein bisschen dunkles Grau und hier wäre ein klein bisschen helles Grau, aber an für sich wäre alles nur Grau in Grau, was es jetzt ja auch ist, aber hey. Und dann würde das halt eben die Kontraste verbessern. Ich suche mal nach einem Bild, vielleicht finde ich ja noch ein besseres. Also ich finde leider aktuell keins, für das ich irgendwie nicht wegen Copyright-Rechten Angst haben müsste. Deswegen bitte ich euch einfach mal, das nachzuprogrammieren. Und wenn ihr wollt, dann einfach mal mir die Bilder auch schicken, als Antworten oder sowas. Oder einfach mal selber rumprobieren, was da so passiert. So, jetzt habe ich euch versprochen, das Ganze ist eigentlich eine lineare Abbildung. Das heißt, ich sage hier, deswegen habe ich auch dieses Video zuerst gemacht mit der linearen Abbildung. Wir sagen hier 255 durch Maximum minus Minimum. Ihr erinnert euch, wir multiplizieren diesen Faktor, der hier vorne steht, einfach drauf auf unseren Wert und der Faktor, der hier hinten steht, also der hier, das b, das addieren wir einfach drauf. Das heißt, wenn wir hier diese Minus-Dingens da reinpacken, dann ist es genau dasselbe, weil wir ja hier einfach das genau machen, nämlich genau das, was wir hier so stehen haben. So, das heißt, wir haben das schon mal ein bisschen entschlackt. Okay, so, und damit habt ihr jetzt schon ein Bild in Graustufen umgewandelt. Und ihr habt das Histogramm so genannt, wird so genannt gespreizt. Ja, mal gucken, wie viel ich euch dann noch zeige. Falls ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, was ich noch machen soll, dann schreibt mir das einfach in den Kommentaren. Ansonsten Likes und Abos sind natürlich wie immer cool. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.